Ihr erinnert euch vielleicht an das Pascalsche Dreieck. Also ich persönlich habe es geliebt, weil ich konnte damit so Ausdrücke wie zum Beispiel a plus b in Klammern hoch 4 ganz einfach ausrechnen. Und zwar indem ich diese Zeile genommen habe und gesagt habe, das ist einmal a hoch 4, dann 4 mal a hoch 3 mal b hoch 1, plus 6 mal a hoch 2 mal b hoch 2 und so weiter und so fort. Und diese Zahlen hat man ausgerechnet, indem man hier einfach eine Pyramide aus Einsen hingeschrieben hat. Und dann hat man angefangen, 1 plus 1 ist 2. So, dann ist man in die nächste Zeile gegangen. Hier 1 plus 2 ist 3 und 2 plus 1 ist wieder 3 und so weiter und so fort. Später habe ich dann gelernt, was ein Binomialkoeffizient ist. Und ich habe festgestellt, das Pascalsche Dreieck besteht aus lauter Binomialkoeffizienten. Und damit kann ich für alle n größer gleich 0 und natürlich Elemente der natürlichen Zahlen hinschreiben, was in Summe a plus b in Klammern hoch n ist. Also ich kann das jetzt für alle n beliebig formulieren. Und das ist k ist gleich 0 bis n. N über k mal a hoch n minus k mal b hoch k. Wie beweist man das? Mit vollständiger Induktion. Beginnen wir mit dem Induktionsanfang. Das kleinste n ist n gleich 0. Und das schreiben wir einfach auf. K ist gleich 0 bis 0. 0 über 0, das ist 1. A hoch 0 minus 0, das ist auch 1. Und b hoch 0 ist auch 1. Also 1 mal 1 mal 1, das ist gleich 1. Und das ist das gleiche wie a plus b in Klammern hoch 0. Und damit ist der Induktionsanfang bewiesen. Dann schreibe ich die Behauptung nochmal ab. Das ist die Induktionsvoraussetzung, die mache ich mir nochmal klar. Und jetzt ersetze ich überall, wo hier ein n steht, mit n plus 1. Und das ist der Induktionsschritt. Und jetzt beginnt die Arbeit. Um den Induktionsschritt beweisen zu können, brauche ich die richtige Idee. Und dazu müssen mir die Potenzregeln einfallen. Und zwar, dass ich a plus b in Klammern hoch n plus 1 auch schreiben kann als a plus b in Klammern mal a plus b in Klammern hoch n. Und das Ganze kann ich noch ausmultiplizieren. Und a plus b in Klammern hoch n, das war meine Induktionsvoraussetzung. Ich kann also diese Klammer auch ersetzen mit der Summe und es genauso hinschreiben. Jetzt muss ich nur noch beweisen, dass diese Summe aus zwei Summen genau gleich ist mit dieser Summe hier. Und das ist ein bisschen Rechnerei und die zeige ich euch jetzt, wie man da Schritt für Schritt vorgeht. Ich muss also den rechten Ausdruck hier so umformen, dass der linke Ausdruck dasteht. Mit lauter Äquivalenzumformungen oder auch Termumformungen. Als allererstes schnappe ich mir mal den ersten Summanden des rechten Ausdrucks und schreibe den hier nochmal hin. So, was habe ich da als erstes gemacht? Ich habe das a in die Summe rein multipliziert nach dem Distributivgesetz. Und statt a hoch n minus k in Klammern steht jetzt hier a hoch n plus 1 minus k. Und das ist ja genau das Gleiche, was hier steht. Also zumindest der gleiche Faktor, der Binomialkoeffizient, der ist noch ein bisschen anders. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Mit dem zweiten Summanden habe ich da weniger Glück. Da habe ich auch das b in die Summe hinein multipliziert und da steht hier so gar nicht das dran, was dran stehen soll, sondern hier steht zum Beispiel, statt b hoch k steht hier b hoch k plus 1. So, wie kann ich das ändern? Zum Beispiel, indem ich alle k's konsequent mit k minus 1 ersetze. Habe ich hiermit gemacht. Hier ist überall k mit k minus 1 ersetzt. Nur jetzt muss ich ja genau die gleichen Summanden dastehen haben, wie in der vorherigen Gleichung, wo halt k noch k war und nicht k minus 1. Und damit ich das erreiche, muss ich eine Indexverschiebung machen.
K läuft nicht mehr von 0 bis n, sondern von 1 bis n plus 1. Und dann bekomme ich, wenn ihr das einsetzt und ausrechnet, das ist übrigens hier auch eine Gelegenheit, Binomialkoeffizienten zu üben. Wenn ihr das hier ausrechnet und einsetzt, dann bekommt ihr genau die gleichen Summanden heraus wie in der Gleichung zuvor, wo k noch von 0 bis n gelaufen ist. Ja, und jetzt steht hier auf einmal das da, was da stehen soll. Jetzt muss ich diese zwei Summen hier einfach nur zusammenzählen. Und das mache ich auf der nächsten Folie. Ich habe euch diese beiden Summen, die zusammenzuzählen sind, gerade nochmal hingeschrieben. Ebenso die Glieder auf der rechten Seite, nur dass ich die untere Summe etwas verschoben habe, so dass es eben passt. Jetzt mache ich einen Strich drunter und zähle Summand für Summand zusammen. Links stehen die beiden Summen, die sollen ja zusammengezählt werden. So, und rechts fange ich jetzt mal an. N über 0 hoch a hoch n plus 1. Das übertrage ich ganz einfach. So, und jetzt kommt's. Wie ihr seht, habe ich hier zum Beispiel a hoch n mal b übereinander geschrieben. Das kann ich also ausklammern. Und die zwei Binomialkoeffizienten, die schreibe ich einfach in Klammer. Ich weiß ja, das sind zwei natürliche Zahlen, die kann ich einfach irgendwie zusammenzählen. Und zähle zusammen n über 1 plus n über 0, setze das in Klammern, mal a hoch n mal b. Das mache ich jetzt auch mit all den Pärchen, die hier unsichtbar dazwischen stehen, so. Und immer diese Koeffizienten, die unten stehen, das k quasi, das erhöht sich immer um 1 bei der Zweiersumme in der Klammer. Und die Exponenten, das von a wird immer kleiner und das von b wird immer größer, bis wir beim letzten angekommen sind. Und da können wir ausklammern a mal b hoch n und können zusammenfassen in der Klammer n über n plus n über n minus 1. Ja, und das n über n mal b hoch n plus 1, das steht alleine da, das wird noch hinten hinzugefügt. Jetzt lasse ich den ersten und den letzten Summanden mal außer Betracht und fasse den mittleren Teil mit den Klammern durch eine Summe zusammen und bekomme dann k ist gleich 1 bis n, n über k plus n über k minus 1 mal a hoch n plus 1 minus k mal b hoch k. Macht euch ruhig mal die Mühe und setzt es ein, dann bekommt ihr genau diese Summen hier heraus. Also es passt alles. Fassen wir nochmal zusammen, was wir bisher haben. Also wir hatten hier dieses Produkt a hoch n plus 1 minus k mal b hoch k auf der linken Seite stehen. Und das haben wir jetzt auch auf der rechten Seite stehen, zumindest in dieser Summe hier in der Mitte. Was hier noch stört, ist dieses n über k plus n über k minus 1. Das muss weg. Und das fasse ich jetzt zusammen in einer Nebenrechnung. Dazu muss man wissen, wie Binomialkoeffizienten mit Hilfe von Fakultäten beschrieben werden. Dann kann man die Brüche erweitern, auf einen Nenner bringen, zusammenzählen und es kommt heraus, n über k plus n über k minus 1 ist das gleiche wie n plus 1 über k. Und das sieht doch mal ganz gut aus. Nun kann ich diese störende Summe in der Summe ersetzen mit n plus 1 über k. Das sieht ja schon ganz nach dem aus, was da stehen soll. Aber es stört noch etwas. Und zwar, das k läuft von 1 bis n. Es sollte aber laufen von 0 bis n plus 1. Aber ich habe ja hier noch zwei Summanden. Und da kann ich ja eigentlich noch was anfügen. Zum Beispiel kann ich statt a hoch n plus 1 schreiben, mal b hoch 0, das ist 1, und n plus 1 über 0, das ist auch per Definition 1. Genauso kann ich das hier hinten machen und schon habe ich meine zwei fehlenden Summanden, die ich in eine Summe reinschreiben kann. Und jetzt gehe ich nochmal ganz zurück an den Anfang. Da hatte ich ja a plus b in Klammern hoch n plus 1 und das ist das gleiche wie das hier in der Mitte. Das hatte ich ja zerlegt.
Und das habe ich jetzt bewiesen, ist genau diese Summe hier. Und damit ist das Ganze bewiesen, quod erat demonstrandum. Ich weiß, es war jetzt ein langer Film. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, besucht mich auf meiner Seite. Da habe ich die ganzen Beweise nochmal schön sortiert. Und bis zum nächsten Beweis, der wird wieder ein bisschen weniger anstrengend.